NFTs für mich so, ja klar, wenn man jetzt auf Preise von irgendwelchen Tokens guckt, erleben die definitiv wieder eine kleine Season, eine sehr, sehr starke sogar, je kleiner die Projekte werden. Die schießen natürlich auch schnell aus dem Boden. Xfinity hat, glaube ich, jetzt jeder mal mitgekriegt, das kleine Pokémon, Abklatsch-Game, was auch immer, wie man es nennen will. Also ich finde, Pokémon hat das ehrlich gesagt auch irgendwie doch nicht zu tun. Aber man sieht, da sind viele Nutzer drin. Ich habe auch jetzt mit dem Alex auch am wann war das? Gestern darüber gesprochen, viele User auch aus den Philippinen, Leute, die sich Chancen ersuchen, hier vielleicht ja wirklich ein passives Einkommen zu generieren. Aber irgendwann ist so ein Hype halt auch immer mal vorbei. Und NFTs für mich noch in den Kinderschuhen. Wir beide haben es auch schon geschillt. No financial advice an der Stelle, was den Coin angeht. Aber das Spiel Alice Neighborhood, ja, oder My Neighborhood Alice, so heißt es ja eigentlich richtig. Ich nenne es einfach mal Alice im Wunderland, im Wunder-NFT-Land. Das ist etwas, was wir hier auch spielen werden. Ja. Zumindest mal angucken. Ja, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps, welche Games wir uns anschauen sollten. Ja. Auf jeden Fall angucken und auf jeden Fall, ich sehe halt einfach im Spiel jetzt, hat mit den Coin überhaupt nichts zu tun, aber vom Spiel her sehe ich einfach sehr viel Potenzial, weil anders wie Axie Infinity zum Beispiel, hat es keine Entry Barrier, also du musst nicht irgendwie mal 1000 US-Dollar oder was ausgeben, weil du brauchst ja erstmal 3 Axies, ja, um überhaupt mal loslegen zu können in Axie Infinity. My Neighbor Alice wird umsonst sein, wie ich das verstanden habe, also free to play. Auf Steam, also eine Plattform, die wahrscheinlich jedem PC-Gamer einfach mal auch ein Begriff ist. Also auch eine große Plattform, kein Browser-Game. Also ich persönlich mag halt Browser-Games einfach nicht, ja. Muss ich einfach mal so sagen, wie es ist. Und natürlich der Theme, den kennt halt jeder. Wer kennt zum Beispiel nicht von früher Mobile-Games wie Heyday oder genau, Farmville und was weiß ich. Dann Animal Crossing braucht man nicht erwähnen. Wer hat es noch nicht gehört letztendlich? Der Hype kann ja kaum an einem vorbeigehen. Und total massentauglich. Und vor allem, ich finde den Ansatz schön, muss man natürlich gucken, ob sie den Spagat schaffen. Deswegen, wie du gesagt hast, keine Garantie für den Coin. Aber es ist dann halt auch komplett ohne Krypto tatsächlich spielbar. Das heißt, es ist halt auch, es bringt halt die Gamer rein, nicht nur Gamer rein, die jetzt schon Wallets haben und so weiter, sondern es holt halt auch die rein, die keine haben, die sich das einfach mal anschauen wollen und die dann vielleicht dadurch an Krypto herangeführt werden, was halt für den Gesamtmarkt einfach positiv ist oder positiv sein kann. Ja? Nee, nicht nur für NFTs hier. Und ich finde halt den Ansatz schön, wie gesagt, mit den NFTs und eben auch Staking auf dem Marketplace, also da, wo dann gehandelt wird, für Teile der Einnahmen, für Transaktionsgebühren natürlich Beteiligung. Ich bin gespannt drauf, auf jeden Fall, und werde auch definitiv reinschauen. Ja. Hoffentlich sind wir glücklich und dürfen ein bisschen Land kaufen, dann könnt ihr euch auf meinem Land auf jeden Fall breit machen, das kann ich euch schon mal versprechen. Bitcoin to Go Land. Ich habe ja schon auf der Sandbox Bitcoin to Go Land, da habe ich ein richtig schönes Areal rund um Atari erworben. Also ich bin großer Fan von dieser ganzen Metaverse-Geschichte, Gaming, so ein bisschen anderes Level zu hieven, auch dieses Buzzword Play to Earn. Obwohl ich es auch Pay-to-Earn nenne, weil es oft auch immer Paywalls natürlich sind, um überhaupt erst in den Earning-Bereich zu kommen. Ich meine, hat auch kein Mensch was zu verschenken. Finde ich gut, dass es in so einem Buzzword gibt. Geld zieht Leute an, das muss man mal ganz nüchtern sagen. Aber es bringt zumindest mal auch eine Masse in einen Bereich, der vorher, ja, wo man vorher gedacht hat, interessiert doch keinen, ist gar nicht zugänglich. Also nehmen wir mal als Beispiel DeFi. DeFi ist schon einen ganzen Schritt weiter als vor 3 Jahren, definitiv. Auch durch den Begriff übrigens Decentralized Finance ist es erst zu dieser Massenaufmerksamkeit gekommen. NFT geht noch ein bisschen schneller, weil es einfach noch mal eine breitere Masse anspricht. Ich werde demnächst auch noch mal ein paar Interviews haben mit verschiedenen Künstlern. Ich habe da jetzt einen Instagram-Kanal gefunden, 1,4 Millionen Follower und der monetarisiert sich komplett über NFTs. Super, super spannend. Und super gut. Man sieht, diese digitalen Werte spielen eine Rolle und sie werden immer eine wichtige Rolle spielen, ob es jetzt im Gaming ist, ob es auf einer Farm ist oder eben hier Fußballsammelkarten. Das wollte ich doch gar nicht zeigen. Das ist falsch. Das zeigen wir jetzt mal nicht. Setup ist wieder on point. Setup ist on point. Ja, ich habe außerdem den Bildschirm gerade gewechselt hier. Wollte ich ja nochmal zeigen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wie gesagt. Wenn man so sowas Spaß hat, dann lasst die Leute halt machen. Ja. Also man sollte sich aber immer auch der Risiken bewusst sein. Zum Beispiel hier kauft man dann eben auch mit Karten, wenn man sich jetzt nicht so auskennt oder nicht so immer on point dabei ist, ein Spieler sich verletzt, können Werte sinken, etc. pp. Aber auf der anderen Seite, wenn immer mehr Nutzer kommen, kann sowas auch an Wert zulegen, allein aufgrund der Nachfrage-Angebot-Dynamik. Und das ist auch dann eben nichts anderes als bei Altcoins oder anderen Investments.
muss man immer getrennt sehen. Ich sehe spielerisch und will spielerisch an die Sache rankommen. Und wenn da noch was bei rumkommt, ist das ganz nett. Aber ja, do your own research, weil das dieser Space ist vogelwild. Aber wenn ihr Bock habt, wie gesagt, gucken wir uns das hier gerne mehr noch auf dem Kanal an. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt.